Du gehst da rein, du spielst, du gewinnst, du kommst sofort wieder her und du trägst sämtliche Protektoren. Und vergiss nicht, wenn dieser Körper kaputt geht, kann ich ihn nicht reparieren. Ja, ich weiß. Das Allertollste an dem Film für mich ist das, was total viele Leute auf den ersten Blick abschreckt. So wie Leute sagen, Heavy Metal, gut und schön, aber bitte nicht so laut. Und zwar ist es die Tatsache, dass die Hauptdarstellerin, Rosa Salazar, per Motion Capture digitalisiert wurde, also ihr Kopf, ihr Gesicht, und sie also sozusagen nicht selbst spielt. Das ist in einer Zeit, in der immer mehr so Authentizitätsaberglaube, so Echtheitsquatsch, so Wackelkamera verbirgt Wahrheit im Kino stattfindet, mal wieder eine Erinnerung daran, was Kunst eigentlich soll. Kunst soll nämlich nicht nur von Stoffen handeln, sondern sich auch irgendwas ausdenken ästhetischer Art. Das heißt zu sagen, oh, da geht es um die armen Menschen und um die Versöhnung und um das gesellschaftliche Problem und deswegen geben wir dem jetzt 4 Oscars, bis es versinkt, geht mir auf die Seele. Während hier diese großen Augen dafür sorgen, dass man eben nicht denkt, wenn man diese Person auf der Straße trifft, diese Schauspielerin, ach, das ist die doch, die drücke ich jetzt und mache ein Selfie, sondern der Unterschied zwischen das ist künstlich, das ist erfunden, das ist Science Fiction, das ist Spekulation, das ist ein interessantes Ding und dem wirklichen Alltag ist markiert. Dazu kommt aber noch, dass sie die Person ist, die meiner Meinung nach Andy Serkis vom Thron gestoßen hat, der bis jetzt der beste Motion-Capture-Schauspieler war, denn der hat im Planet der Affen den Affen Cäsar gespielt und der hat im Herr der Ringe den Gollum gespielt. Du bist ein Lügner. Und dein Jeep. Es ist wahnsinnig schwer, so die verschiedenen Artikulationen von Gefühlen zu transportieren, wenn dich eine dumme Maschine erstmal nachäfft. Das heißt, das ist praktisch wie wenn du einen Shakespeare-Monolog mit Verkehrszeichen kommunizieren musst und es darf nichts verloren gehen. Und die Frau macht das auf eine Art, dass ich gedacht habe, das ist sie. Und das als jemand, der mit ziemlichen Erwartungen da dran gegangen ist, weil als ich noch klein und jung und noch beeindruckbarer war als heute, fand ich den Manga schon wahnsinnig gut. Und das heißt, der Film konnte eigentlich nur schief gehen für mich, ist er aber nicht. Willkommen in der Unterwelt. Von hier gibt es Welten über Welten über Welten. Hier habe ich früher gelebt. Und genau hier wirst du auch sterben. Das ist die Verfilmung eines Manga, das heißt eines japanischen Comics von Yukito Kishiro. Und der war deswegen so gut und ist es immer noch, weil das auf dem Cyberpunk-Genre beruht. Das ist eine Unterabteilung der Science-Fiction, wo versucht wird, mit dem ganzen Quatsch, der uns belästigt, wie Informationstechnologie, neue Kommunikationsmittel und so weiter, irgendwas Ästhetisches zu machen. Im Westen war das hauptsächlich Literatur und ein bisschen Matrix-Filme. Aber in Japan haben sie daraus einen fantastischen visuellen Stil gemacht mit ganz vielen Animes, also Zeichentrickfilmen und Mangas, also Comics. Und Alita ist einer der besten. Und der Film ist dafür, dass es Westnasen wie wir sind mit irgendwie komischen Gedanken, so ziemlich das Beste, was auf dieser Ebene des Dialogs zwischen West und Ost bis jetzt passiert ist. Alita, lauf! Alita Battle Angel ist ein Film über die wahre Geschichte von den 500 Jahren, wie Christoph Waltz auf dem Schrottplatz den Kopf von einem Mädchen findet, dazu einen Körper baut und dann in riesige Schwierigkeiten gerät. Die Story ist, dass der Ziehvater, also der Typ, der dem Kopf einen Körper gibt und sagt, das ist jetzt mein Kind, davon ausgeht, dass es sein Job ist, ein Vater in dem Sinne zu sein, ich beschütze die, ich gebe dir die Regeln und all das. Was ihm nicht so ganz klar ist, ist, dass sie das vielleicht gar nicht will. Das heißt, wir haben es mit einer Emanzipationsgeschichte zu tun, aber halt bei 300 Stundenkilometern. Also nicht mit einer Emanzipationsgeschichte, die am Frühstückstisch nur rumlabert, sondern es geht richtig viel Scheiß zu Bruch dabei. Nicht wahr? Es ist doch völlig egal, was du warst. Jetzt bist es nicht mehr. Nein! Nein! Ich bin eine Kriegerin, oder? Und du weißt es. Für die totalen Fetischisten und Leute, die so wie wir immer wissen wollen, welcher Teil von welcher Quelle wird wie, wenn man das nach diesen Bänden macht, die bei Carlsen erschienen sind, von dem Originalmanga, dann würde ich sagen, sie haben den zweiten Teil und Teile vom dritten Teil in die Mitte vom ersten Teil reingekeilt, weil das Ende des Films ist. Ja, das haben sie sich getraut. Oh Gott, was? Hollywood macht sowas? Ja, manchmal macht Hollywood sowas. Aber es sind sozusagen die ersten drei Bände im Groben. Seht so, wie sie sterben. Es ist ein Film von Robert Rodriguez, der so ein bisschen durch seine Werkbiografie eiert, was mich angeht. Also manche Sachen finde ich irgendwie, andere Sachen, Mariachi super, Planetaria super, Sin City, oh mein Gott, bitte nie wieder so ein Film. Und es ist aber auch ein Film von James Cameron, der ihn produziert hat und der ja dafür berühmt ist, dass er tolle Frauenfiguren hat, also Ripley in Aliens und Linda Hamilton in Terminator als Sarah Connor und eben diesen Blech-Otto. Diesen ikonischen, also diesen Terminator. Das heißt Roboter und tolle Frauen. Und diesmal ist ein Roboter eine tolle Frau.
Und es ist schon sehr stark ein James-Cameron-Film von Robert Rodriguez in dem Sinne. Früher war das irgendwie auch relativ klar in Hollywood, dass es Producer-Filme gibt und Regisseursfilme. Das heißt, die berühmten Horrorfilme von Val Lewton zum Beispiel, der war einfach Produzent. Und selbst Jacques Tourneur hat dann gesagt, dann mache ich einen Val Lewton-Film. Selbst Robert Zemeckis hat Steven Spielberg-Filme gemacht. Das ist nicht ehrenrührig in irgendeiner Form, die müssen halt zusammenarbeiten. Und entweder Rodriguez hat total erraten, was Cameron will, oder Cameron hat sich zurückgehalten. Jedenfalls ist es der Film von James Cameron, der mich am meisten interessiert und begeistert hat seit Terminator 2. Denn dazwischen hat er so Zeug gemacht, wo man sich fragt, warum muss das Science Fiction sein? Weil wenn ich Der mit dem Wolf-Tanz nochmal mache, mit langgezogenen Schlümpfen und das Avatar nenne, was soll das? Ich verstehe es nicht. Ja? Und bei diesem Ding hier war ich so happy wie nicht mehr seit My Little Pony, so traurig wie nicht mehr seit Erdoll von Kore-eda und so melancholisch wie nicht mehr seit Melancholia von Lars von Trier. Die Frau in meiner Erinnerung nannte mich 99. Was du gesehen hast, war ein Aufblitzen deines früheren Lebens. Wer war ich? Mit der Zeit wirst du dich erinnern. Ich glaube, zwei Gruppen von Leuten sollten besonders dringend da rein. Leute, die von nichts eine Ahnung haben, 15 sind und Kinofilme am liebsten um Handy gucken. Weil die werden sich wundern, was man außerhalb des Handys so alles sehen kann, bis einem die Ohren abfallen, wie Pippi Langstrumpf sagt. Und dann Leute, die gern wahnsinnig viel Zeug noch wissen wollen über, wie wird's in 500 Jahren oder wie sieht's denn mit der Frage aus, ob Menschen auch einen Zweck haben wie ein Gerät und was wird, wenn Menschen immer mehr wie Geräte werden. Ich meine, künstliches Hüftgelenk, ne? Hier Kontaktlinsen und so, wir sind ja alle Cyborgs. Wer sich also über schwierige bioethische Fragen gerne unterhält, der kann das auch mal bleiben lassen und sich von einem Film zu diesen Themen einfach mal anbrüllen lassen. Auf eine total nette Art.